Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy 16. Dann wollen wir mal weitermachen. Wir haben ja noch eine Nebenquest da unten, bevor wir uns dann zu mitbegeben. Ui, was hast du denn? August. Wie geht's, Clive? Schledern meinte, Naja. du hast ihm wieder geholfen. Danke dafür. Ja, Übrigens, klar. ehrlich gesagt, mache ich mir Sorgen? Sorgen um ihn. Und du willst meinen Rat. Ja, genau. Seltsame Geschichte, aber ich habe auf einer Mission so einem Edelmann geholfen, der mir zum Dank einen echt schönen Ring gegeben hat. Ah ja. Und natürlich habe ich den gleich Schledorn gezeigt, um ihn zu beeindrucken. Aber der wurde auf einmal ganz still und so weiß wie ein Bettlaken. Ich weiß echt Warum? nicht, was um alles in der Welt ihm da über die Leber gelaufen ist. Schledorn vertraut sich dir ja öfter an. Also könntest du vielleicht. Ja, komm. Wir gehen zu ihm. Ich soll mit ihm sprechen? Gut. Wir sollten der Sache wohl besser auf den Grund gehen. Das machen Danke, wir. Clive. Oh, werde bei ihm vorbeischauen, sobald ich kann. das machen wir Geht gleich. klar. Ich warte bei der Schmiede. Komm, wann es dir passt. Ich komme sofort. Ich meine, vielleicht bringt es uns ja auch noch mal was. Cole meinte, in Canva sei alles voll mit Akasischen. Was wird jetzt aus Mit und den anderen? Huch. Gegen die Balustrade gelaufen. So, da vorne. Oh, da hinten ist auch noch eine Nebenquest. Eieiei. Machen wir danach. Donnerwetter Wetter nochmal, Clive. Nicht schon wieder. Was denn? Hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun? Ja, doch Das werden wir schon. gleich sehen. August sagt, er hätte dir einen Ring gezeigt. Und der Anblick hat dich wohl irgendwie verärgert. Sagst du uns Vielleicht nicht warum? unbedingt verärgert, Stell's ihm aber. raus, Schledern. Friss es nicht unnötig in dich rein. Wenn's nicht der Ui. Ring war, sondern etwas, das ich gesagt habe, dann tut's mir leid. Es war der Ring zufrieden. Er hat ein paar unschöne Erinnerungen geweckt, mehr nicht. Welche, die Okay. ich gern vergessen würde. Erinnerung? Dieses Gefühl kennen wir sicher alle, Schledorn. Aber manchmal hilft es zu reden. Und manchmal nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Sei doch nicht so. Na schön. Wenn ihr mich dann in Ruhe lasst. Vielleicht. Der Ring, den du da hattest, ist eindeutig von Soltan. Wer ist Er Soltan? war mit mir in der Lehre vor langer Zeit. Ah Du ja. hast ihn noch nie erwähnt. Warum auch? Naja. Ich habe ihn ewig nicht gesehen, weil wir uns beim letzten Mal zerstritten haben. Der Ah Ring ja. hat das alles wachgerufen. Ich habe sofort erkannt, dass Soltan ihn gemacht hat. Der Kerl ist viel besser als früher. Verdammt viel besser. Das Ding ist ein Meisterwerk. Ah ja. Dann ist es eben ein schöner Ring, der vielleicht auch ein paar Gil wert ist. Aber was kümmert dich das? Es kümmert mich, weil er offensichtlich gelernt hat, Metalle zu gravieren und ich nicht. Ganz ehrlich, ich brächte keinen halb so filigranen Ring Ja, aber du zustande. machst ja auch Na und? Schwerter. Du bist Waffenschmied, kein Juwelier. Ich bin der Schmiedemeister des Verstecks. Nicht irgendein Möchtegern in einer kleinen Dorfschmiede. Meinen Waffen und Rüstungen vertraut ihr jeden Tag euer Leben an. Ich glaube, dass jeder meiner Hammerschläge uns unserem Traum ein bisschen näher bringt. Deswegen bin ich mit Leib und Seele dabei. Denn die Fluchbrecher verdienen nur das Allerbeste. Und Das ich wissen wir lasse mich doch. nicht von einem Kerl wie Soltan übertreffen. Ach Na komm. gut. Dann lass uns zu ihm gehen. Mit ihm reden. Ich glaube kaum, dass er mich sehen will. Dann finde dich damit ab, dass du dieses Mal eben nur der Zweitbeste bist. Vergiss deinen Stolz. Und kümmere dich nur um deine Pflicht im Versteck, die Fluchbrecher mit allem Nötigen auszurüsten. Wenn du das kannst, dann belassen wir es gerne dabei. Aber wenn nicht, wenn es dich ablenkt, dann müssen wir etwas tun. Was Ja, meinst du, ja. Schledon? Er hat doch recht, oder? Und du gehst nicht Na allein. komm. Ist ja gut. Wunderbar. Yay! Und wo finden wir jetzt diesen Soltan? In Dravost, Tja. meiner Heimat.
Er ist dort inzwischen der Dorfvorsteher. Ja. Wust, hm? Woher weißt du das? Gehört. Nicht weit von Tabor, oder? Nördlich der Felder von Korava. Ja. Clive, dann treffen wir uns so bald wie möglich am Dorf, ja? Ja, ich komme gleich hinterher. Ich sorge dafür, dass Schledern auch wirklich mitkommt. Ja, ziehen an den Ohren dabei. Wir sehen uns dort. Schön an den Löffeln packen, ja? Und hinter dir herziehen. Ich habe auch was? Oder ist das das? Ah, das ist das. Okay. Ich habe immer noch meinen Marker hier. Aha. So. Ah, ne, wir können gleich da lang, ne? Oder? Nee, warte mal. Wir können da lang und dann da rum. Es war sehr, wird gerade sehr irritierend mit dem Dings. Hier darf ich noch nicht? Ich bin doch richtig, ja. Hier bin ich richtig. Die freien Städte werden belagert? Ja, hier. Dann rufen wir mal Ambrosia. Auf geht's. Schneller. So. Zeit zu kämpfen. Heute nicht. Euch darf ich ausnahmsweise mal ignorieren. Hm? Wieso? Ich soll ja mal die Augen zumachen. Naja. Sind sie auch schon. Rausgeflogen? Nein, dieser Witzwold lässt niemanden durch. Warum dürfen wir nicht rein? Befehle. Niemand kommt ohne Erlaubnis ins Dorf. Ah ja. Schon gar nicht Leute wie ihr. Ihr riecht nach Ärger. Macht, dass ihr nach Hause kommt. Das versuche ich doch, du Idiot. Bist ganz der Alte, Schnoddy. Nein. Ernsthaft? Schledorn? Ach. Hab nicht gesehen, was? Was willst du denn hier? Nun, es sollte eine Überraschung sein, aber da du so nett fragst. Ich will zu Soltan, du Volltrottel. Und jetzt lass uns durch. Na gut. Aber brich ja keinen Streit vom Zaun. Na, dafür Verstand? Sind wir beide ja da. Ich schlag nicht zuerst zu, versprochen. Reicht dir das? Ich auch nicht. Na dann, bitte. Danke. Herzlichen Dank. Huch, da kommst du her. Interessant. Sehr interessant. Das ist also Dravost. Ziemlich ruhig scheint mir. Hier gibt's nur Schmieden. Ah ja. Als ich klein war, wurde hier so laut gehämmert, dass man ständig schreien musste. Warum ist es jetzt so ruhig? Clive, sprich du mit Soltan. Du kannst sowas. Ah ja. Hey. Machst du etwa einen Rückzieher? Zwischen mir und Soltan gibt's viel böses Blut. Es sollte erst mal jemand versuchen zu vermitteln.
Bitte, Clive. Ja, ich mach das schon. Gut. Ich tue mein Bestes. Ich danke dir. Geh zur Schmiede auf dem Hügel. Da haben wir gelernt. Jetzt müsste sie Soltan gehören. Die Schmiede auf dem Hügel. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Ich nehme alles Glück, das ich kriegen kann. Wenn wir die Schmiedefeuer nicht zum Brennen kriegen, wie sollen wir dann überleben? Bleib Dem Vorsteher wird schon was einfallen. Die haben hier Schwierigkeiten. Warum ist Papa noch nicht zurück? Die haben hier Schwierigkeiten. Heißer! Heißer, verdammt! Dieses jämmerliche Feuer schmilzt nicht mal Butter, geschweige denn Eisen. Ein Arschloch. Entschuldige die Störung. Ich suche den Vorsteher. Das bin ich. Schön, dich kennenzulernen. Ach, ist es das? Ah, nein. Pass nicht auf, sage ich noch. Ganz toll, Schnoddy. Du hast hier nichts verloren. Hau ab, bevor ich ungemütlich werde. Tja. Schledorn ist hier. Habe ich richtig gehört? Er ist allein deinetwegen gekommen. Wie nett von ihm. Er wartet. Unten am Tor. Dann schlage ich vor, dass du ihn wieder mitnimmst, wenn du gehst. Ah, ja. Habt ihr nicht beim selben Meister gelernt? Das spielt keine Rolle. Verdammt, das können wir vergessen. Für eine Esse taugt Trägerfeuer einfach nicht. Wir kriegen die Schmieden nie wieder zum Laufen, wenn wir keine neuen Kristalle auftreiben. Da weht der Wind also her. Aber Dings hat doch auch eine Schmiede. Ach, Schledorn. Und falls du den Ausgang nicht findest, frag Schledorn. Der Mistkerl weiß ganz genau, wo er ist. Ah ja. Er ist hier nicht willkommen. Und du auch nicht. Boah, die Armträger tun mir voll leid. Ich gehe. Die tun mir voll leid. Weißt du, die Verbraucher verbraten da useless ihre Fähigkeiten und kommen dem Tod näher, als das Feuer da irgendwann mal anfängt fürs Metallschmieden zu glühen. Lass mich raten. Soltan will, dass wir verschwinden. Ja, und sie haben Probleme. Er hat sich drum gebeten, ganz genau. Und die haben Riesenprobleme. Na, ich würde sagen, das ist eindeutig. Tja. Er wird nicht mit uns reden. Nicht, wenn ich dabei bin. Nicht mal, wenn du nicht dabei bist. Wenn wir dir helfen sollen, müssen wir es wissen. Was hat ihn so aufgebracht? Ich selbst. Ich bin einfach weg. Hab Soltan mit der Verantwortung für das Dorf allein gelassen. Ich konnte hier nicht bleiben. Mhm. Auf dieser Welt gibt es zwei Arten von Schmieden. Eine Art, die aus Liebe zum Handwerk dabei ist. Wir arbeiten stundenlang an einem einzigen Stück, bis es perfekt ist. Und die zweite Art, die andere Beweggründe hat. Schmiede wie Soltan, die schnell und billig arbeiten. Ah, ja. Die Art von Schmied, die eben mal 100 Schwerter zusammenhämmert und nur an Profit denkt. Früher sind wir wirklich jeden Tag aneinander geraten. Und allmählich bildeten sich im Dorf zwei Lager. Es hätte uns auseinandergerissen. Also bin ich weg. Musstest du gleich so weit gehen? Soltan trägt mehr zum Vorsteher als ich. Unter seiner Führung hatten die Leute immer Brot auf dem Tisch. Sein Geschäftssinn hat Ravost sicher mehr genützt als meine ach so tollen Ideale. Sicher, aber nicht so. Solange es genug Kristalle gab. Die Schmiedefeuer hier brennen alle durch Magie. Ohne sie ist das Dorf so gut wie verloren. Ach. Siehst du das denn nicht zu schwarz? Mm-mm. Feuer kann man doch auf andere Arten machen. Im Versteck schaffen wir es auch. Dank Sids Einfallsreichtum. Er wusste immer, dass Kristalle nicht die Lösung sind. Und hat jahrelang für uns nach Alternativen aber gesucht. Hier war das du ja nie doch, was ich meine. Ein Thema. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, aber die haben nie darüber nachgedacht. Das ist nicht deine Schuld. Du hättest das nicht wissen können. Ach, das ist doch egal. Ich will nicht der beste Schmied sein, nur weil sonst keiner mehr übrig ist. Clive. Dravost braucht unbedingt seine Essen. Vielleicht ist es langsam Zeit, Sitzblasebalg mit der Welt zu teilen. Hm, ich finde, warum nicht?
Du solltest das entscheiden. Klar. Moment, Schledorn. Sids Erfindungen waren für uns gedacht. Damit wir besser dastehen als der Rest der Welt. Damit wir dem Rest der Welt helfen. Na gut. Einverstanden. Dieser Ort ist deine Heimat. Wir überlassen sie nicht ihrem Schicksal. Sonst wären wir ja nicht besser. Sid wollte, dass seine Erfindungen allen Menschen helfen. Früher oder später hätten wir sie ihnen ohnehin zur Verfügung gestellt. Ja. Es ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Befreiung Valistheas von der Macht der Mutterkristalle. Dravost wird der Welt zeigen, dass es ohne sie geht. Yes. Oder was denkst du, August? Genau so. Wenn du so sagst. Klar, du hörst dich echt schon fast an wie Sid damals. Na dann. Danke, Clive. Soll ich die Pläne holen gehen? Ich kann sie auswendig. Ach so. Aber ich brauche Hilfe. Eine Esse zu bauen ist nicht gerade einfach. Okay. Sei so gut und besorg mir so viele kräftige Leute wie möglich, August. In Ordnung, Schledorn. An dich habe ich auch eine Bitte, Clive. Besorg mir Salamanderhaut. Ah ja. Alles andere taugt nicht als Leder für den Blasebalg. Okay. Glücklicherweise findet man Salamander auf den Feldern von Korava. Das ist ja direkt in der Nähe. Dann gehe ich mal auf die Jagd. Das ist ja direkt in der Nähe. Ja, ihr seht aber nicht gerade aus wie Salamander. Das sieht cool aus. Das Großhorn. Ah, ich glaube, ich sehe sie schon. Ist ja unser Blasebalg. Ja. Yeah. Das wird nicht einfach. Wieso? Aha. Das ist auch immer dann kommen muss, wenn man gerade was drücken will. Na geht doch. Das sollte sogar genug Haut für mehrere sein. Ja. Und das Vieh war anscheinend ja auch gefährlich für die Gegend, also Win-Win, ne? Würde ich mal einfach mal behaupten. Ja. Heim mich doch mal. Torgeil. Danusch. Worum geht's denn überhaupt? Weiß nicht genau. Wohl um irgendeine neue Erfindung. Ja, um die geht's. Hast du die Salamanderhaut? Ja. Genau wie bestellt. Bitteschön. Das reicht locker.
war ein großes Vieh. Mal ans Werk. Wenn alle mit anpacken, sind wir im Nu fertig. Okay. Und dann haben die Träger endlich mal Ruhe. Ich glaub's einfach nicht. Das Ding funktioniert tatsächlich. Das Feuer ist heiß genug und das ganz ohne einen einzigen Kristall. Du weißt, was das bedeutet, oder? Klar weiß ich das. Der Wurst ist gerettet. Und das von Schledorn. Und das nur, weil er mal weggegangen ist. Ah, ja. Und ich nehme alles zurück. Was ihr uns da gebaut habt, ist ein verdammtes Wunder. Ihr habt das Dorf gerettet. Ach, dafür nicht. Du solltest Schledorn danken. Er hat alles organisiert. Gib ihm bitte das hier von mir. Was ist das? Spezialkohle. Ich habe jahrelang versucht, das Beste aus unseren Essen herauszuholen. Das Zeug ist das Ergebnis. Mit dieser Kohle brennt das Feuer viel heißer und länger. Und der Stahl wird besser denn je. Ah ja. Unser Geheimnis gegen eures. Zum Dank. Oh, das ist aber nett. Ich war immer neidisch auf Schledorn. Oh, er auch? Seit ich Vorsteher geworden bin, versuche ich alles, um Schledorn eines Tages ebenbürtig zu sein. Und er hat andersrum gedacht. So viele schlaflose Nächte am Amboss werden mir da nicht helfen. Er ist ein Genie. Ohne Zweifel. Das Dorf hätte ihn gebraucht. Und er denkt anders. Trotzdem ist er einfach auf und davon. Talentiert und frei. Tja. Wie könnte ich ihn da nicht hassen? Du solltest ihm die Kohle selbst geben. Ja. Dafür müsste ich ihm erst verzeihen. Und das wird nicht passieren. Ja. Schade. Tja, wie sagt man? Oriflamm wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Nein, sowas wirklich nicht. Vor allem, wenn es um zwei so alte Sturköpfe wie die beiden ja. geht. Viel ja, wichtiger stimmt. ist aber, Schledorn hat wieder dieses Leuchten in seinen Augen. Mir persönlich reicht das schon. Stimmt. Ja, mir auch. Wahrscheinlich braucht er hier aber noch eine Weile. Also geh doch schon mal vor. Ich sorge dafür, dass er heil nach Hause kommt. Okay. Du aber ist in Ordnung. Bitte. Die Kohle können wir ihm ja später geben. Alles klar. Dann wird's eine schöne Überraschung. Okay. Na dann. Ja, wir gehen zum Amboss zurück. Passt schon. Da seid ihr ja. Und beide noch heil, wie ich sehe. Ja. Ja, wir wollten nicht zu lange bleiben. Das glaube ich. Aber das ganze Dorf hat sich den neuen Blasebalg angesehen. Ja. Genauer gesagt, alle, bis auf Soltan. Der hat sich nicht blicken lassen. Ah, der hat sich den aus der Ferne angeguckt. Ah, da fällt mir ein. Ich habe etwas für dich. Ju. Ist das Kohle? Woher hast du die? Von Soltan. Und er wollte wirklich, dass ich sie bekomme? Ja, wollte und dass er eifersüchtig ist. Eifersüchtig. Ich vermute, er möchte sich mit dir versöhnen. Kaum zu glauben. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber du weißt, ich würde euch niemals im Stich lassen. Ach, Quatsch. An dem ihr da draußen meine Schwerter schwingt und meine Rüstungen tragt, vertraut ihr mir eure Leben an. Das wissen wir doch. Es gibt keine größere Ehre für einen Schmied. Ich werde sicher nicht bei Soltan um Vergebung betteln, aber seine Kohle werde ich gut zu nutzen wissen. Ja. Und wenn ich damit auch nur ein Leben retten kann, dann bin ich ihm dankbar. Wie hat er mich genannt? Hä? Ein Genie? Und er hat wegen mir schlaflose Nächte gehabt? Ja. Na dann, zurück an die Arbeit. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Na schön, dann. Dass du wieder ganz der Alte bist. Ich weiß nicht, wie ihr zwei es mit mir aushaltet. Hm. Aber irgendwie. Ich bin froh, dass ihr es tut. Passt schon. Wo war ich? Ach ja, ich wollte Soltan zeigen, wer hier die Nummer 1 ist. Mach das.
Na dann. Und dabei sind die beiden sich so ähnlich. Sture Böcke. Deswegen ja. Ein bisschen Konkurrenz wird ihm guttun. Das stimmt, belebt das Geschäft. Aber wirklich schade, dass sie sich nicht versöhnen konnten. Ja, naja, passiert. Es ist, wie es ist. Jupp. Typisch. Manche können sich einfach nicht riechen. Aber er ist wieder er selbst. Das ist die Hauptsache. Stimmt. Manche Personen können sich halt einfach nicht riechen. Oh. Was ist das denn? Robobus. Was ist das? Ah. Willst du was schmieden? Ich will wissen, was Robobus ist. Wo ist es denn? Ah, hier, hier. Ah, aber ich habe noch nicht genug. Mir fehlt noch eine Steinzunge. Ja, dann... Ah. Sieht aus, als wenn wir das beim Dings bekommen, ne? Bei Jagden, ne? Dann ist kommt das später. Was? Ah nein, alles gut. Dann machen wir das später. Dieser Mistkerl nimmt auf uns weniger. Ach komm, Schledon ist in Ordnung. Der macht schließlich ja alles für uns. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier unten noch haben. Juhu! Sid, ja? Bist du hier, um nach den Nixenkelchen aus Rosaria zu sehen? Eigentlich nicht. Aber wachsen sie denn gut? Mittelmäßig. Aus den Samen sind tatsächlich neue Blumen gewachsen. Leider blühen sie nur spärlich. Ah ja. Das liegt sicher am unfruchtbaren Boden. Allerdings glaube ich, eine Lösung dafür gefunden zu haben. Erzähl! Von der du mir sicher erzählen willst. Ich muss nur den richtigen Dünger produzieren, und zwar aus Morbols. Ich weiß. Lass mich ausreden. Lass ich doch. Morbols haben einen schlechten Ruf. Zu Recht. Sie sind garstige Kreaturen. Aber sie sind auch wahre Überlebenskünstler, die Äther aus der Umgebung absorbieren und in Nährstoffe umwandeln können. Ah ja. Wenn es mir gelingt, diese Nährstoffe zu extrahieren, könnte ich einen Dünger gewinnen, der den Blumen den nötigen Energieschub gibt, um zu gedeihen. Ich garantiere dir, das wird ein Erfolg. Ich brauche nur eine einzige Morbol-Ranke. Ah ja. Gut. Du brauchst also nur eine einzige Ranke eines gewöhnlichen Morbols. Ganz genau, eine Ranke. Was den Morbol angeht, ich fürchte, da wird ein ganz gewöhnlicher leider nicht reichen. Es geht mir um ein ganz besonderes Exemplar. Es lebt angeblich in Da ist der Haken. Es sollte nicht lange dauern, ihn zu finden. Ich habe nämlich gerade erst einen Anschlag dazu am Jagdbrett gesehen. Was? So, ich war gerade erst da. Das ist eine Lüge. Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Ich war erst am Jagdbrett. Viel zu tun. Ich war erst da und habe alle am Jagdbrett abgefrühstückt. Das ist eine Lüge. Der stand da vorher nicht. Ich war erst da. Ich habe erst den Drachen und den süßen Schokobo und das Wolfsrudel, und davor hatte ich diesen komischen Typen da aus Kielbrück, diesen Schwarzschild, der da hier ätherisiert wurde, besiegt. Ich war erst da am Dingsbrett. Hat mir jemand was verheimlicht? Morgri? Cole meinte, in Canva sei alles voll mit Akasischen. Was wird jetzt? Und der hat auch schon wieder was für mich? Wo kommen die ganzen Nebenquests her?
Das murmelnde Moor in Rosaria. Da hatten wir ja schon mal was. Ja. So. Was ist denn? Das Moor. Entschuldigung, danke. Entschuldigung, danke. Das ist sehr merkwürdig. Ach, hier. Ich kann erst da, wenn wir da sind, dann kann ich einen Marker setzen. Bla bla bla. Dann lass mich jetzt den Marker setzen. Meine Güte. Macht's mir doch nicht schwerer, als es schon ist. Nee, danke. Ich bin weg. Es reicht gleich, dass wir dass ein Riesenvieh besiegen müssen. Mal wieder. Die Dinger scheinen ja hier, ne? Öfter Schwierigkeiten zu machen. Ja, da ist er! Karotte! Wieso heißt der Karotte? Okay. Aber Rang B. Das sollten wir hinkriegen. Ja. Es musste sein. Ja. So gut. Wo ist er denn? Get
geht doch. Nice. Na komm. Das war definitiv kein gewöhnlicher. Nein, ich das war keiner. Kann diese Ranke gar nicht früh genug loswerden. Ja, deswegen werden wir auch jetzt zu Nigel reisen. Und ihm das Ding in die Hand drücken. Wie wir das mit allen gefährlichen Dingen machen, die wir aufsammeln. Na los, hier, ah, nimm. Mir ist nicht entgangen, dass sich etwas in deiner Tasche höchst verdächtig windet. War das eine Anspielung? Also das windet sich garantiert nicht. Die ist jetzt dein Problem. Welch phänomenales Exemplar. Das Fleisch pulsiert vor lauter Lebenskraft. Was? Denk nur, wie wirksam der Dünger daraus werden wird. Also du sollst das andere Teil nehmen. Ich will keine Sekunde mehr verschwenden. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und die Ranke verarbeiten. Das klingt alles so falsch und zweideutig. Ah, aber die Blumen blühen. Das ist doch schön. Es war alles noch so trist und jetzt ist es nicht mehr so. Ja. Siehst du das? Wie die Nixenkelche sich freuen? Ja. Und wenn ich mich nicht irre, höre ich die Wurzeln wachsen. Oh. Sicher werden von diesem Dünger auch die anderen Pflanzen hier im Versteck profitieren. Das hoffe ich doch. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast nicht nur geholfen, Sid. Du warst unsere Rettung. Ah. Erinnerst du dich noch an den Extrakt, den ich dir gegeben habe? Ja. Ich habe mehr davon hergestellt und diesmal die Blätter der gestärkten Nixenkelche darunter gemischt. Und du wirst es nicht glauben, aber die Wirkung hat sich fast verdoppelt. Bitte nimm diese Ampulle als Dank für deine Hilfe. Den Rest werde ich Taya geben. Ah, nice. Danke. Cool. Das heißt, unsere Heiltränke werden jetzt auch besser, ne? Können wir gut gebrauchen jetzt, wo wir auch höher gelevelt sind und so, ne? Das war schon echt ein bisschen... Ja. Ja, danke schön. Das haben wir wirklich gebraucht. Man hat schon gemerkt, dass sie halt nicht mehr so effektiv waren. Du hast etwas versteckt Nixenkelch-Extrakt erhalten. Mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel noch weiter verbessert wird. Sowohl Heiltränke als auch Supertränke stellen noch mehr Lebenspunkte wieder her und Stärke, Steinhaut und Löwenherztonika wirken über einen noch längeren Zeitraum. Ja, wie gesagt, das haben wir aber gegen den Drachen schon gemerkt, dass das, das war notwendig. Und zwar bitter. Bitter nötig. Wollen wir gleich nochmal gucken, wie viel haben wir denn eigentlich gerade? Oh ja, ich muss nochmal einkaufen gehen. Charon, wo bist du? Dieser Mistkerl nimmt auf uns weniger Rücksicht. Juhu. Lass mich von früher erzählen, Clark. Nein! Nur zu. Nein, ich wollte nur einkaufen. Die Gerüchte, die von Stinkebein stammen, ja? Sind vielleicht nicht alle komplett aus der Luft getroffen. Ich wollte doch nur einkaufen. Es gab eine Zeit, in der es mir nicht so wichtig war, an wen ich Stahl verkauft habe, solange der Preis gestimmt hat. Manche Frauen gieren nach Blut, andere treibt die Lust. Aber ich war schon immer auf Ich will Gehen das aus. Doch gar nicht wissen. Um sie zu bekommen, habe ich alle beliefert. Hab meine Kunden hintergangen. Hab mich zur meistgehassten Frau von Valisthea gemacht. Aber eines Tages traf ich einen Mann, der mir ein anderes Angebot machte. Mhm. Er versprach mir Zugang zu einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu verschaffen, die ständig Bedarf an Waffen und Ausrüstung hätten. Unter der Bedingung, dass ich nur an sie verkaufe. Sid. Das war dein erstes Treffen mit Sid? Ja. Und ich bin ihm auf den Leim gegangen. Obvious. Er stand zu seinem Wort und so hielt ich auch das meine. Bald machte ich die besten Gewinne, seit ich mit dem Handel begonnen hatte. Und das alles, ohne einem Geächteten zu helfen. Außer Sid selbst natürlich. Naja. Er erzählte von seinem Plan, die Mutterkristalle zu zerstören. Er sagte, ohne sie würde es dem Reich an allem Möglichen mangeln. Eine Gelegenheit für Leute wie mich, Geld zu scheffeln.
Wenn du mich fragst, könnte eine Unternehmerin mit etwas Schneid die reichste Frau der zwei Welten werden. Mhm. Und damit hatte er mich. Ich räumte gleich meinen Laden aus und bezog das Versteck. Ah, ja. Der Rest ist, wie man sagt, verdammt nochmal Geschichte. 12 Jahre später bin ich längst nicht die Reichste. Obwohl ich es versucht habe. Mhm. Aber dafür bin ich nie glücklicher gewesen. Oh. Ihr alle habt mir gezeigt, dass manche Dinge wertvoller sind als Gil. Oh. Das sind sie. Also vermassle bloß nicht alles. Sonst musst du mir Rede und Antwort stehen. Ja, das wollen wir lieber vermeiden. Darf ich jetzt endlich mal was einkaufen hier? Dafür bin ich eigentlich gekommen. Dankeschön. Sieh mal an, du lebst ja noch. Ach. Was suchst du denn? Ja, danke, dass du fragst. Ich würde gerne ein paar Heiltränke kaufen. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen Tja, besseren Preis dafür kann ich nicht. Nirgendwo. Dafür kann ich nichts. Ich hoffe, du hast es passend. Hatte ich doch gerade. Du bist mir ja jemand. Okay. Mhm. Ich meine, das können wir gebrauchen. Du nirgendwo. Wo ist denn das ausgerüstet? Oh, okay. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Aha. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Jetzt bin ich pleite. War's das schon? Hm. Ja, du hast mich pleite gemacht. Ach, ich bin gar nicht beim Dings, ne? Wo hab ich denn das hingemacht? Was hatte ich denn vorher hier drinne? Ah, ja. Das ist natürlich doof, ne? Dass man dann das, ich nehme aber das hier, ne? Muss mal wieder warten, bis die Dings sich wieder auflädt, aber das ist ja auch nicht das Problem. Ja, dann würde ich mal sagen, weil der Timer ja auch gebimmelt hat, sollte ich so langsamer speichern und den Part beenden, ne? Das wäre doch mal was. Okay, wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise.